Schön, dass man mich nicht vergessen hat. Wie könnten wir? Dein letzter Tag im Dienst hat sich allen schmerzhaft ins Gedächtnis gebrannt. Ja, geht mir nicht anders. Manche von uns hätten nicht gedacht, dass du nach dem Unfall noch wiederkommst. War ja eine heftige Geschichte. Ich hab hier doch gerade erst angefangen. So schnell schmeiß ich den Job nicht hin. Klingt, als hättest du schon Pläne gemacht. Willst du die Raser etwa selbst schnappen? Ihr habt sie noch nicht erwischt? Sieht so aus. Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für dich habe. Diese Typen scheinen uns immer einen Schritt voraus zu sein. Wenn das so ist, warum hocken wir dann noch hier rum? Das nenne ich Arbeitseifer. Dann zieh dir mal die Uniform an und komm mit zum Chef. Guten Morgen, Chef. Oh, da sind Sie ja wieder. Willkommen zurück. Haben Sie sich gut erholt? Es geht mir wieder gut. Hat nur leider etwas gedauert. Allerdings würde ich mich gleich noch besser fühlen, wenn Sie mich diesen Fall übernehmen lassen. Ich will den Rasern das Handwerk legen. Das kann ich zwar verstehen, aber nicht erlauben. Ich bitte Sie. Die hätten mich bei einem Ihrer Rennen beinahe umgebracht. Die machen vor nichts und niemandem Halt. Genau das ist der Punkt. Sie haben noch nicht genug Erfahrung, um es mit den Verantwortlichen aufzunehmen. Da muss ich dem Chef zustimmen. Das ist ein ganzer Ring von Verbrechern. Bei deinem jetzigen Rang hättest du keine Chance. Selbst wenn heute nicht dein erster Tag wäre. Womit soll ich dann anfangen? Ich habe vorhin eine Meldung über ein gestohlenes Fahrzeug reinbekommen. Das wäre ein guter Einstieg. Übernehmen Sie den Fall? Tue ich. Dann will ich mal zusehen, dass der Besitzer sein Fahrzeug wiederbekommt. Mit wem fahre ich raus? Hat Ihnen das noch niemand mitgeteilt? Sie zwei arbeiten von jetzt an zusammen. Okay. Was ist mit... Jetzt komm schon. So unerträglich bin ich nun auch wieder nicht. Auf geht's. Also dann, brechen wir Hals über Kopf auf oder gibt's noch weitere Infos? Klar gibt es die. Und ich fahre nie einfach so drauf los. Dann ist es ja gut, dass ich fahren werde. Ich darf doch fahren, oder? Vorerst, solange du dich an die Verkehrsregeln hältst. Okay. Na dann weiter im Text. Wir wissen zwar, um welchen Wagentyp es sich handelt, aber wahrscheinlich wurde das Nummernschild ausgetauscht. Das heißt, dass wir Fahrzeuge vom gleichen Typ überprüfen müssen. Also eine klassische Verkehrskontrolle. Gewissermaßen. Wir suchen schließlich ein bestimmtes Auto. Aber das hält uns nicht davon ab, andere Mängel anzuzeigen. Verstanden. Ich fahre. Ich hätte einen kleinen Auftrag für dich. Worum geht's? Während ihr auf Streife seid, kommt ihr doch sicher an den Notrufsäulen an den Autobahnen vorbei. Es wäre super von euch, wenn ihr kurz mal anhalten und uns damit anrufen könntet. So stellen wir sicher, dass die Teile immer noch funktionstüchtig sind. Werden die in Zeiten von Handys denn immer noch so oft benutzt? Jedes Jahr gehen mehrere tausend Notrufe über diese Säulen ein. Sie haben also durchaus eine Daseinsberechtigung. Wenn das so ist, halten wir die Augen nach Ihnen offen und telefonieren für euch ein wenig herum.
Was ist eigentlich so passiert, während ich nicht da war? Wie kommt's, dass du jetzt mein Partner bist? Große Verhaftungen oder spektakuläre Fälle gab es in letzter Zeit keine. Und warum Becker uns beide zusammengesteckt hat, musst du ihn schon selbst fragen. Pass bloß auf, dass du nicht zu begeistert klingst. Sonst könnte man denken, dass du viel lieber einen Partner mit mehr Erfahrung willst. Ach was, ich muss mich nur erst an dich gewöhnen. Und schon haben wir was gemeinsam. Wenn das so weitergeht, werden wir sicher noch ganz dicke Freunde. Genau. Und jetzt konzentrier dich. Wir müssen den gestohlenen Wagen finden. Okay, sehen wir uns um. Hier soll irgendwo das gesuchte Fahrzeug sein. Wie wär's mit dem Blauen da? Das passt zur Beschreibung, die uns die Zentrale gegeben hat. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Sieht alles in Ordnung aus. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment.
So, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Alles in Ordnung. Sie haben wirklich nichts getrunken. Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. Das war wohl nichts. Was machen wir jetzt? Fahr mal weiter. Irgendwo muss das gesuchte Fahrzeug ja sein. An alle Einsatzfahrzeuge. Der gestohlene Wagen wurde gesichtet. Das muss unserer sein. Den kriegen wir. Hier Wagen 1. Könnt ihr uns die Position schicken, an der Wagen zuletzt gesehen wurde? Kommt sofort. Ihr müsst euch aber beeilen, wenn ihr den noch einholen wollt. Verstanden. Dann gib mal Gas. Ach, jetzt darf ich? Ja, du darfst. Jetzt mach schon. Dann sind wir jetzt also Partner. Das Thema hatten wir schon. Nicht in Redelaune? Du solltest dich lieber auf die Straße konzentrieren. Ich kann fahren und gleichzeitig reden. Du auch? Ja, stell dir vor. Smalltalk ist einfach nur nicht so meins. Wäre mir nie aufgefallen. Deshalb habe ich das erwähnt. Mhm. Hey, siehst du den Wagen da vorne? Genau den suchen wir. Ich häng mich dran. Natürlich haut er ab. Lass ihn jetzt bloß nicht entkommen. Fahr vor ihm, damit du ihm den Weg abschneiden kannst. Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben und mit Ihrem Fahrzeug geflohen sind. Sie haben mich bedrängt und jetzt nehmen Sie mich auch noch dafür fest? Wagen 1 für Leitstelle, kommen! Wir haben den Autodieb mitsamt dem gestohlenen Wagen erwischt. Wir bringen ihn zur Wache, aber das Auto muss abgeschleppt werden. Verstanden. Wir kümmern uns drum. Danke. Bis gleich. Für deinen ersten Tag hast du einen ganz passablen Job gemacht. Das klingt ja fast wie ein Kompliment. War auch eins.
Du hast das gestohlene Fahrzeug beinahe professionell gestoppt. Beinahe nur, hm? Es gibt eben noch Spielraum nach oben. Wenn du das sagst, dann bringen wir unseren neuen Freund mal zur Wache. Ist doch ein gutes Gefühl, wenn man die Straßen sicherer gemacht hat, oder? Auf jeden Fall. Deshalb tut es auch so gut, endlich wieder hier zu sein. Obwohl du mich nun zum Partner hast? Du könntest zwar ein bisschen lockerer sein, aber das wird schon noch. Und du ein wenig regelbewusster. Aber das wird schon noch. Wir werden sehen, wer am Ende recht behält. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt fahren wir Streife oder suchen uns einen speziellen Auftrag aus. Zu tun gibt es jedenfalls immer genug. Willkommen. Womit kann ich helfen?
Ein Donut würde mir reichen. Kommt sofort. Vielen Dank. Bis bald.